wieder einige Produkte, einige neue Produkte in meiner Routine. Und da ich regelmäßig von euch gefragt werde, wie kann ich was mit was kombinieren, funktioniert der Wirkstoff mit einem anderen Wirkstoff, wird es heute nochmal so um eine Routine, wie eine Routine aussehen kann, gehen. Und ich habe euch eine Abendroutine aufgenommen, das heißt ohne Sonnenschutz. Ich verfolge eigentlich immer nur eine Regel und gucke, was meine Haut so verträgt. Das ist natürlich immer wichtig zu gucken, was kann mein eigener Hauttyp vertragen? Kann ich das und das miteinander kombinieren? Das lernt man erst, wenn man halt wirklich die Sachen auch anwendet. Und eine Schwierigkeit habe ich heute auch in der Routine drin, die ich vielleicht nicht so vertrage. Ich bin das noch am Ausprobieren, deswegen warte ich immer so grob 4 Wochen, bis ich ein Produkt vorstelle, um dann wirklich auch was sagen zu können. So, wir legen los mit der Reinigung. Und die Regel bedeutet immer von flüssig zu fest, ausgenommen die Reinigung. Und wenn ihr mit Ölen reinigt, ist es natürlich für eure Haut wirklich am allerbesten. Bei dem Öl hier ist nicht so gut. Ich habe schon von anderen gehört, das geht nicht so gut von der Haut ab. Es geht schon von der Haut ab, aber andere gehen besser von der Haut ab. Gleichzeitig riecht es abnormal nach Rose. Klar, also ich habe das gewusst, als ich es gekauft habe. Und es kommt mir halt so vor, wie als wenn das noch flüssiger ist als die anderen, die ich bis jetzt schon kenne. Also Isana und Balea. Ich mag den Duft überhaupt nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe hier einen Rosenduft wie der von Isana damals, der so ein bisschen an Pets Himbeer erinnert. Und da muss ich jetzt auch schon sagen, ich möchte das Produkt nicht empfehlen. Ich werde das Produkt alleine auch nicht vorstellen, weil ich es einfach echt gar nicht gut finde. Und an dem müssten Müller und Kadea Vera halt wirklich nochmal arbeiten. Denn sowas geht auch ohne Duftstoffe. Und Emulgatoren, die sind ja daran schuld, wenn das Öl nicht so schnell von der Haut wieder runtergeht. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, bei mir geht es relativ fix, was wahrscheinlich mit meinem Hauttyp zusammenhängt. Weil ich früher halt auch mit Ölen gereinigt habe, wie jetzt Rizinusöl und so. Da hatte ich gar keinen Emulgator, also es ging relativ fix, aber es gibt halt eben auch Menschen mit einem anderen Hauttyp, wo das halt nicht so schnell geht. Hängt also tatsächlich auch da so ein bisschen mit zusammen. Ich krieg's runter, aber es geht nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel das von Balea oder Isana. So, flüssig, das nächste neue Produkt und das ist der Liquid Illuminator. Und den habe ich im Verdacht, dass ich den nicht vertrage. Den habe ich jetzt die letzten Tage jeden Tag, 2-mal am Tag verwendet. Ich werde jetzt mal noch so ein bisschen Experimente machen und halt wirklich alle Reizstoffe, die reizen könnten, aus meiner Routine ausklammern. Aber ich bin normalerweise jemand, ich vertrage recht viel. Daher kommt mir das gerade so ein bisschen komisch vor. Ich glaube, das juckt bei mir auf der Haut. Das ist gerade echt kontraproduktiv, weil ich so ein bisschen gegen mein Skinpicking auch arbeite. Und wenn dann die Haut so juckt, das irritiert dann schon so ein bisschen. Ich habe auch schon von anderen gehört, die das Produkt angewandt haben, die Pickel davon gekriegt haben. Das ist bei mir noch nicht der Fall, aber es juckt. Und es juckt unangenehm und es juckt an den Stellen, wo ich es halt auch aufgetragen habe. Ich werde es mir noch ein bisschen angucken, aber es kann echt sein, dass es tatsächlich mal ein Produkt ist, was ich nicht vertrage. Und meine Haut kann echt viel ab, weil ich finde das Produkt an sich eine gute Sache, weil ich habe ja jetzt schon auch Skinpicking erwähnt. Da hat man es eben halt auch mit Narben zu tun und mit einer Hypopigmentierung. Und das ist halt ein Produkt, was da wirklich einwirken kann. Und wenn ich es nicht vertrage, dann kann man halt nichts machen. Ich hatte also so ein juckiges Gefühl schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also ich probiere noch ein bisschen rum und dann werde ich euch was über das Produkt erzählen. So, und hier habe ich auch so einen kleinen Verdächtigen, der eben vielleicht mit dem Produkt zuvor, also mit dem Illuminator, vielleicht kontraproduktiv arbeitet. Das ist das Isana Niacinamid mit 10% Niacinamid. Vertrage ich eigentlich. Habe ich vorher nie reagiert, aber es gibt ja auch immer so Kreuzreaktionen.
Deswegen, wenn ich gefragt werde mit der Kombination und so, man muss immer so ein bisschen auch abwägen und gucken und probieren und so. Und nicht Produkte gleich abschreiben und sagen, das funktioniert bei mir nicht, das geht nicht und so. Denn Niacinamid in 10% kann auch reizen. Und wenn man das zu häufig anwendet, und ich habe es halt echt gerne und ich habe es echt sehr regelmäßig angewandt, dass ich das halt wirklich mal außen vor lasse. Also hier nochmal der Disclaimer, bitte passt auf mit solchen Sachen. Und gerade wenn ihr neue Produkte in eurer Routine habt, wendet nicht so viel Actives an. Das ist gar nicht notwendig. Und so bekommt ihr auch heraus, wenn ihr auf irgendwas reagiert, was es ist. Und wendet die Sache eventuell auch seltener an. Ne? Also man muss nicht immer nach Packungsbeilage gehen oder nach Empfehlung, es ist im Endeffekt nur eine Empfehlung, und wenn deine Haut halt einfach weniger verträgt, dann musst du weniger anwenden. Und wenn es halt Kreuzreaktionen gibt bei dir auf der Haut, dann musst du darauf achten. Also das könnte ein Verdächtiger sein. Ich habe das Produkt vorgestellt. Ich werde das mal unterm i verlinken. Auch das Produkt möchte ich noch vorstellen. Das ist von Transparence Lab, aber offensichtlich ist es gerade überall ausverkauft. Das sind Ceramide drin, 5 Ceramide. Daher fand ich das so super interessant, weil auf meiner Haut funktionieren Ceramide 1A. Aber das hat ein Manko, das Serum. Und zwar, also es hat mich interessiert, da sind Carbomere drin. Und es bringt mir halt auf meinem Kanal nichts, wenn ich euch über solche Inhaltsstoffe aufkläre, denn das wird zum Teil nicht geguckt. Deswegen gehe ich jetzt her, kaufe explizit solche Produkte, um euch dann darauf hinzuweisen, hier ist Inhaltsstoff XYZ drin, der ist schlecht abbaubar. Bedenke das, wenn du das kaufst, weil ich versuche, Carbomer beispielsweise aus dem Weg zu gehen. Es gibt ja jetzt auch die Regulierung von Mikroplastik. Da müsst ihr auch aufpassen, weil es gibt Kunststoffe, die laufen nicht unter Mikroplastik. Mikroplastik ist nur eine bestimmte Größe, wenn sich es auflöst, zum Beispiel im Wasser. Ne? Und dann gibt es immer noch Kunststoffe, die eben sich trotzdem auflösen im Wasser und immer noch schwer abbaubar sind und nicht unter Mikroplastik laufen. Das ist immer eine relativ schwierige Sache. Und Carbomer ist halt auch so ein schlecht abbaubarer Stoff. Und der ist hier enthalten. Es gibt eine Creme von DM, da hat es auch 5, 4, ich weiß nicht genau auswendig, Ceramide drin aus der Balea Med-Reihe. Die werde ich mir jetzt auch mal angucken. Aber ich liebe Ceramide, das funktioniert echt gut, das ist wirklich schön hautberuhigend. Aber wie gesagt, bedenkt, hier ist Carbomer drin. Letzter Schritt ist die Creme, und wer sich jetzt fragt, das ist aber keine Creme, das ist doch ein Serum, hier steht doch Serum drauf. Das hier kann als Creme angewandt werden, es ist ja auch ein richtig krasser Klopper. Hier war vorher auch Carbomer drin, deswegen hatte ich das nie angewandt, ich war aber immer interessiert. Jetzt ist es weg, Gott sei Dank. Und wir haben 5% Urea, und meine Haut liebt eben Ceramide plus Urea. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Urea-Typ bin, weil das so ein langweiliger medizinischer Inhaltsstoff ist. Also den kenne ich schon richtig, richtig lange. Aber meine Haut liebt es und liebt auch die Creme. Dass die, also das Serum, / Creme, das ist wie eine Creme, wenn man das rausholt aus dem Pumpspender, das ist wie eine Creme. Wenn ich mir das auftrage auf dem Gesicht, hat die Creme, ich nenne es jetzt mal Creme, tatsächlich auch die Eigenschaft, dass es sich bei mir ein bisschen aufs Gesicht legt. Denn wer Skincare anwandt, der hat natürlich im letzten Schritt eine feuchte Haut. Die ist natürlich nicht trocken. Und wenn ich dann auf diese feuchte Haut das hier drauf gebe, dann muss ich dann schon so ein bisschen Geduld haben und das Ganze eincremen. Aber hinterher fühlt sich meine Haut richtig, richtig gut an. Und da kriegst du halt echt richtig viel. Das sind 100 Milliliter. Ihr kennt schon ein 100 Milliliter Serum. Also, das ist eine Creme. Kannst du als Creme anwenden. Muss auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich darüber noch ein Video machen werde, weil es ist halt schon so lange auf dem Markt. Also hier nochmal die Disclaimer. Bitte achte auf die Bedürfnisse deiner Haut. Wenn deine Haut reagiert, wie jetzt in meinem Fall, eventuell den Illuminator, musst du natürlich gucken, wie du das wegkriegst. Weil die Idee, ich habe das früher auch immer wieder gehört, deine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Das ist nicht gut. Bring dieses Jucken weg, in meinem Fall jetzt dieses Jucken,
und versuche wirklich auf Null zu gehen, ne? Also wirklich alle Actives rauszupacken, alle anderen Wirkstoffe, die irgendwie reizen könnten, und verwende mal nur das Produkt, was du im Verdacht hast. Und wenn es das wirklich ist, verwende mal das Produkt ein bisschen seltener. Was ich jetzt natürlich machen werde, weil ich habe auf diese Jucken überhaupt keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Kommst du mit dem neuen Illuminator von No zurecht? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.